Wir möchten euch nur ganz schnell mal zeigen, wie wir mit einer Königinnen Home Hive Kiste umgehen können, und zwar um die Bienenkönigin zu vermehren. Der Anton, der guckt jetzt gerade die Segmente des Prototyps durch. Ja, richtig gehört, das war nämlich der Prototyp mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Königinnenkammern. Und in der Praxis war das einfach zu viel. Und die, wo jetzt wirklich in Verkauf reingehen, sehen identisch aus wie das Produktions-Home Hive mit den Segeberger Aufsetzkisten. Mit nur einem Unterschied: wir haben dieselben Kammern drin wie jetzt hier im Prototyp. Die Kammern sind frei beweglich, das heißt, wenn wir mal hier ein weißelloses Volk haben und hier eins mit Königin, dann ist es einfach, den Balken rauszuziehen und so das Volk zu vereinigen. Und umgekehrt genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine freie Königin auf einer Miniaturbienenform mit 6 Waben habe, habe irgendwo in einem anderen Volk eine schöne, junge, neue Königin, die ich gerne irgendwie aufbewahren möchte, dann kann ich wieder ein Trennsheet reinpacken und mein Volk trennen und auf die eine Seite, wo dann weißellos wird, die Königin dann einweißeln. Letzten Endes ist das ein Funktionsprinzip ähnlich wie Apidea-Kisten, wo die Berufsimker ihre Bienenkönigin sozusagen aufbewahren oder auch teilweise drin schlüpfen lassen, je nachdem. Und ich habe das einfach komplett kombiniert mit der regenerativen Bienenhaltung. Also sprich, alle drei Systeme meines Home Hives sind ein geschlossener Kreislauf, und das möchte ich kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Ich hätte hier eine Einraumbeute im selben Rähmchenmaß wie mein Produktionssystem oder auch wie die Königinkiste. Die Rähmchen sind miteinander alle kompatibel, und ich habe jetzt hier ein Bienenvolk, das habe ich vor 7 Tagen weißellos werden lassen. Die Königin war eine sehr gute, ich glaube sogar eine 2020er, also eine Altkönigin. Die habe ich rausgenommen vor 7 Tagen, und was macht ein Bienenvolk ohne Königin? Sie machen sich eine neue. Und das sieht dann so aus. Wir haben hier unsere Wabe. Und seht ihr hier, haben wir Nachschaffungszellen. Eigentlich habe ich einen Bogenschnitt gemacht. Und irgendwie fand die Biene den Bogenschnitt diesmal nicht so prickelnd von mir und hat dann einfach Nachschaffungszellen, so wie man es auch kennt von normalen Rähmchen, in der Mitte der Bienenbrut gemacht. Nichtsdestotrotz sehen diese drei Zellen hier wirklich gut aus. Und wir wollen ja diese Genetik hier vermehren. Und wie das geht, zeige ich euch. Es ist simpel, es ist einfach und es ist vor allen Dingen wirklich gut praxisnah, weil der Anton hat hier schon das Volk vorbereitet. Wir wissen aus sicherer Hand, dass dieses Bienenvolk in der Sekunde weißellos ist. Allerdings haben wir hier Larven und Eier drin. Bedeutet, wenn ich jetzt hier eine Wabe auswechseln tue, dann muss ich zwangsläufig... haben wir da nicht irgendwie eine andere Wabe? Dann muss ich zwangsläufig, also wenn hier jetzt Eier und Larven drauf sind und ich stecke jetzt hier eine Wabe rein mit Nachschaffungszellen, dann muss ich nochmal die nächsten 2 Tage herkommen und mir nochmal alle Waben anschauen und gegebenenfalls brechen. Sonst läuft man ja tatsächlich Gefahr, dass die Bienen gerade nochmal eine Nachschaffungszelle ziehen aus einer Genetik, die ich vielleicht nicht haben möchte. Weil mir ist jetzt wichtig, dass hier diese Königin schlüpfen. Dass die einen Schwarm machen, ist ausgeschlossen, weil für die Bienen sind das alles Nachschaffungsköniginnen und die selektieren sich selbst bis zu einer runter. Vor allen Dingen ist auch die Volksgröße immer ausschlaggebend, ob es Nachschwärme gibt, und bei der Größe gibt es eben keinen Nachschwarm. Mhm. Ihr seht, ich mache natürlich meine Schwarmzellen mittig rein, weil da auch das größte Wärmepolster ist. Dann schieben wir das ganze Ding zusammen. Anton, magst du gerade mal so halten? Dann schütteln wir jetzt die überschüssige Wabe hier ab. Am besten hochkant. Kannst du... ja, das machen wir jetzt zu hier. Machen wir das schon mal raus. Brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Warte, stopp, da haben wir ein paar Bienchen an der Seite. So, dann kann das zu. Und was wir jetzt noch auf jeden Fall tun müssen, wir schreiben uns das natürlich auf.
Ich habe hier in dem Volk auch noch mehr Zellen drin und die restlichen hier. Also hier verbleiben jetzt bei dem Volk nochmal 4 ganze Nachschaffungszellen, die teilweise wirklich sehr groß geworden sind. Sehen fast aus wie Schwarmzellen, weil sie wieder am Rande der Waben entstanden sind. Das bringt die natürliche Topperform mit sich, dass Nachschaffungszellen teilweise identisch aussehen wie Schwarmzellen. Diese Wabe hier haben wir jetzt gerade vom Begattungs-Home-Hive rausgeholt. Die macht da drüben keinen Sinn mehr, aber sie macht hier in meinem Volk Sinn. Dieses Bienenvolk kann man jetzt schließen. So. Das machen wir auch gleich. Das ist schon erledigt. Die haben mega viel Honig übrigens hier eingeschleppt. Das war mein richtiges Sammelvolk. Und die Honigräume wieder drauf. Die haben sogar den zweiten hier total voll gemacht mit Honig. Echter Wahnsinn dieses Jahr. Endlich mal wieder Glück gehabt. Und ihr seht, ich habe hier die Stockkarte schon vorpräpariert. Die Statistik fällt diesmal aus, weil wenn keine Königin drin ist, kann ich auch logischerweise nichts bewerten. Der Strich hat wieder vor 7 Tagen angezeigt, dass die Königin rauskam. Hier habe ich mir auch schon hingeschrieben, dass die Tochter jetzt hier am Schlüpfen ist von der 2020er Königin. Genau die merken wir uns jetzt auch, weil dieselbe Tochter habe ich ja gerade eben rüber in die Einraum-Homehive-Beute gehängt. Und zwar ist die Mutter der Karnika-Hybride Weiß 8. Das, was in die Statistik weiterhin eingeht, wenn ich ein weißloses Volk oder ein Volk in Königin-Austauschmodus durchgucke, dass wenn ich Drohnenbrot schlüpfen lasse oder schneide, die Statistik läuft auf jeden Fall weiter. So, jetzt merken wir uns nochmal die Weiß 8 Karnika Hybrid. Warum das wichtig ist, werden wir gleich drüben sehen. Weil wir haben jetzt hier ein M ist gleich für die Mutter. Und die Mutter ist jetzt hier der Karnika Hybrid Weiß 8. In 2 Tagen gucken wir auf jeden Fall nochmal hier die ganzen Zellen durch, die Waben, weil möglicherweise durch sozusagen die Eiablage von der vorherigen Königin, die gerade in Larvenbildung jetzt ist, könnte es passieren, dass dieses weißlose Volk trotz der geimpften Königinzellen nochmal ihre eigenen Larven nimmt, um eine eigene Königin wieder zu reproduzieren. Und die Nachschaffungszellen sollten wir dann alle platt drücken, dass wir auch wirklich sicher den Schlupf dieser Königin dann haben. So einfach vermehre ich meine Bienenkönigin bei Bivetal. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Königinnenkisten hätte, pro Bienenstand, 2, 3 von diesen Königinnenkisten ohne Honigraum, dann wird meine Arbeit natürlich noch mal wesentlich einfacher. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Königinnenbeute. Die ist auch in Kürze im Handel bei uns erhältlich. Bis dann, Wiedersehen, ciao.